Gehen wir mal direkt nach oben. Mal den Muni mitnehmen. Hier ist keiner. Oh ja. Oh ja. Kurz nachschieben. 18 Schuss reichen zwar, aber... Nein. Huh. Ich wollte unbedingt die Spawnback kaputt machen. Oh, er hat den Raubtier-Skin drauf. Beste Voraussetzung. Und ich muss immer das sagen, der Anfang hier, Angreifer Hamada Durchbruch, es ist echt nicht von dieser Welt. Es ist einfach richtig gut. Hier jetzt dieser Smoke, diese Smoke-Barrikade, die hier reingeballert kommt. Da oben schießen alle, hitten ein, man heilt sich wieder hoch. Man sprintet hier durch. Okay, ich bin gerade der Einzige, der durchsprintet. Die anderen campen irgendwie hinten aus irgendeinem Grund. Zack, hier MG-Feuer, ich sterbe, aber gleich kommt der Medi und hebt mich wieder auf. Und dann geht's weiter. Perfekt, die Medi-Armee kommt durchgerollt hier. Zack. Dann hier links rum, rechts rum ist der größte Fehler, den man machen kann. Jetzt hier in der Mitte durch, hier kurz absmoken. Zack. Da liegt einer. Hier könnte man jetzt hochklettern. Mache ich jetzt aber mal nicht. Liegen da oben welche? Da ist der. Man kann jetzt hier nämlich die Treppe bauen. Ich weiß nicht, ob ich die durchbekomme. Komm, bau! Bau, 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 bau. Okay, Treppe ist gebaut. Kurz nachschieben. Oh nein, ach komm schon! Der geht down. Oh nein! Oh, die Treppe ist kaputt. Egal, ich zeige euch einen Trick. Man kann hier hochklettern. Oh, schnell wieder runter. Nein! Und dann hier durch. Sind alle down? Ah, und jetzt da oben liegen noch Leute. Er ist auch schon down. Ja, okay, ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir jetzt schon durchgepusht sind. Eigentlich wollte ich euch zeigen, wie das geht. Komm, klettern, klettern. Und durch, 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 durch. Den noch. Durchpushen. Den können wir kurz wegnehmen. Den kann man sich gönnen. Den können wir uns gönnen. Die beiden. Kurz nachschieben auf entspannt. Die beiden noch. Den noch. Tommy Gun ist so ein Laser nach dem Update jetzt, ne? Hier ist eine AP-Mine drin, müssen wir aufpassen. Okay, jetzt hier, komm schon. Chill kurz. Jetzt hier hinten runter. Ich sehe nichts. Oh, hallo. Durch, 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 durch. Oh Gott, ich bin so schlecht gerade. Den noch, ich habe gleich keine Muni mehr. Und dieses Geländer blockt immer, scheiße. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Oh Mann, war ich gerade, habe ich gerade verkackt wegen diesem Geländer, meine Güte. Ja, und jetzt haben wir gleich C und gewonnen. So läuft das halt normalerweise nicht. Oh, der lebt. Aber ich habe gerade, glaube ich, ein bisschen Glück mit meinem Team oder Glück mit dem Gegnerteam, whatever. Ja, und gewonnen. Verbogener Stahl. Das wird jetzt, das wird nice, Leute. Ich zeige euch jetzt den absoluten Trick. Ich hoffe, dass mein Team jetzt hier nicht wieder komplett durchpusht direkt. Ihr wisst ja, man kann hier die Treppen runterlaufen und so weiter. Aber ich kann euch den Trick gar nicht zeigen, weil hier unten gar keiner ist. Da kommen welche, okay, Leute. Oh, ist fast schief gegangen. Aber hier runterspringen. Und es ging beim ersten Mal, wo dieser Modus hier auf der Karte im Spiel war, ging das nicht. Aber jetzt kann man hier runterspringen von der Brücke, hier durchtauchen und da hinten die Leiter hochklettern. Dann ist man hinter allen. Jetzt ist man hier hinter allen, könnte man reinflanken, aber ich kann auch hier die Leiter hochgehen. Oh, der hat erstmal keine Hitmarker kassiert. Und jetzt bin ich hinter allen hier. Komplett hinter allen. Da oben ist einer. Oh Gott, den hätte ich fast nicht gesehen. Ja, und mein Team ist hier schon wieder vorgepusht, dass sie schon wieder fast bei B sind. Das ist ein bisschen doof gerade. Den nehme ich noch mit. Den nehme ich noch mit. Kurz nachschieben, den Prügel. Die drei. Hier durchpushen. Die beiden mitnehmen. Ja, und dann jetzt sind wir schon durch. Ach man, ärgert mich das gerade, dass der Server so ist, wie er ist. Das könnt ihr nicht glauben. Oh. Danke, Mate. Kann ich noch retten? Ah, nee. Ah, komm, mach ich das einfach nochmal. Okay, hier kommt man jetzt aber auch locker durch. Oh Gott, das könnte jetzt ein bisschen knapp sein. Ach mein Gott. Was ist denn das, Leute? Ist das... Würde ich es nicht sehen, würde ich es nicht glauben, ohne Witz. Alter.
Oh, er knifet, er hat Bayonet-Charged. Er ist einfach hochgebayonet-Charged, Leute. Okay, da kommt meine Nate hin. Ich gehe mal auf der anderen Seite hoch. Ein bisschen Abwechslung. Okay. Da ist noch einer. Ach, hinter mir auch noch in irgendeiner Ecke. Oh mein Gott, er liegt da einfach. Man sieht ihn nicht, ne? Ich habe echt kein Glück mit den Servern. Also, normalerweise würde man jetzt sagen, boah, geiler Server, voll gutes Team und so. Und man fährt hier jede Runde durch. Aber für ein Video ist es halt doof. Oh, die Leute sind nett zueinander im Battlefield Ingame-Chat. Das ist auch was Neues. Das ist jetzt hier... Und erstmal schön entspannt hier zu smoken. So, die beiden Smokes sollten reichen. Ihr kennt das Spielchen. Hier hoch. Hier rüber. Hier rüber. Und man ist hier. Und kann, wenn alles gut läuft, hier durchlaufen und hier alle wegfegen. Rüber hier. Rüber hier. Und hier sind sie. Die beiden. Aber hier chillt auch keiner, ne? Den noch, okay. Dann zeige ich euch jetzt den anderen Trick, Leute. Mal erstmal hier gucken. Ja, schon down. Hier hochklettern. Und irgendwie ist man hier durchgekommen. Ich weiß aber nicht wie. Ich bin hier. Hä? Haben die es gefixt? Da bin ich durchgesprungen. Warte mal, ich nehme mal kurz Sturmsoldaten mit. Oh Gott, jetzt spawn ich hier. Ich gucke mal, ob man das Fenster da kaputt machen kann. Weil da kann man durchspringen. Ja, man kann es kaputt machen, glaube ich. Ist es kaputt? Ja, ist es kaputt. So, Leute. Jetzt sind die Teammates zwar schon drin, aber man kann hier rüber und hier rein. Und dann hier reinspringen. Oh. Perfekt. Das meine ich, weil die stehen ja hier alle immer. Die stehen alle immer hier, wenn die Teammates hier vorne stehen. Und dann kann man hier einfach rein. Der ist down. Und alles vernichten. Warum spiele ich eigentlich so selten Sturmsoldat? Ah, Sturmgewehr 1 bis 5 ist auch so krank stark, ne? Was? Bruder, kill den! Ach du Scheiße. Ich werf eine Granate. Komm, da geben wir einen Pier rein. Okay. Leute, ohne Witz. Wenn es jetzt so sein sollte, dass die beiden Modi länger im Spiel bleiben, irgendwie noch eine Woche länger oder so, dann, oh, dann mache ich ein Tippvideo. Dann mache ich ein richtig krankes Tippvideo mit den besten Flanks, wo man dauerhaft richtig gut reinflanken kann. Ich hoffe, dass die länger bleiben. Ich glaube, weil es gibt ja viele Leute, die diese Modi hier auch nicht so mögen, aber ich glaube, mit so ein paar Kenntnissen ballert das richtig rein. Und es macht richtig Spaß. Das ist so ein Laser, ne? Das ist unglaublich. Das ist so ein Laser, oh Gott. Jetzt bin ich ein bisschen am Arsch hier gerade. Ich bin auf so einer dicken Streak, ne? Das ist unglaublich. Die da hinten kann ich jetzt gerade nicht gehen. Oh Gott, ich bin so rief. Ich habe kein Medikit mehr, Leute. Den nehme ich noch mit. Oh mein Gott, auf was für das Trick bin ich eigentlich auch? Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, ich mache mal den Chat an. Wir haben bestimmt schon wieder einiges verpasst im Chat. Aber ich spiele jetzt wieder Medi, Leute. Der ist ein bisschen zu OP. Das, ich meine, Medi ist auch OP, aber irgendwie, keine Ahnung, beim Sturmgewehr 1 bis 5, das ist so ein übler Laser, auch auf Distanz und so weiter. Da ist nicht mal ein Raubtier-Skin drauf und das Teil hat schon Minus-Rückstoß. Komm hier rüber und jetzt gibt's nochmal einen schönen, sauberen Flank hier hinten rein. Die beiden. Oh, was man? Ich glaube, die raffen ja, Gott, die liegen da einfach beide nebeneinander, irgendwie süß. Ach, ich liebe diesen Modus, ne? Eigentlich ist das blöd, was ich gerade mache. Ich könnte auch einfach komplett hinten rumlaufen. Ich pushe jetzt hier einfach mal rein. Durch hier, durch hier, durch hier. Hoch hier. Rüber hier. Kurz chillen, kurz chillen. Den holen. Ah nein, hätte ich den anderen noch geholt. Aber keine Ahnung, es macht Spaß, einfach reinzugehen. Du bist halt im Battlefield so krass im Vorteil, wenn du das Unerwartete tust.
Und das ist halt im Battlefield sehr einfach zu tun, weil 99% der Spieler tun das halt nicht. Und zwar einfach rein, einfach rum, einfach so halt das Unerwartete. Deswegen raffen die auch dann plötzlich alle nichts und gucken einen nur blöd an oder gucken in die falsche Richtung, weil es halt sonst niemand macht. Ein bisschen unbalanced jetzt, so in die andere Richtung. Okay, keiner läuft hier außen lang. Das ist halt immer wieder ein Wunder, ne? Keiner will flankieren. Dann gehen wir mal entspannt hier hoch. Räumen wir erstmal unten auf und dann räumen wir oben auf, würde ich sagen. Oder? Nee, komm, ich räume direkt oben auf. Unten ist nicht so viel los. Gehen wir mal direkt nach oben. Mal den Muni mitnehmen. Hier ist keiner. Oh ja. Oh ja. Kurz nachschieben. 18 Schuss reichen zwar, aber... Nein! Huh! Ich wollte unbedingt die Spawnback kaputt machen. Oh, hier liegen AP-Minen. Oh Gott, die Granate. Ach, was? Und dann ist sie ab. Oh. Einfach reinholzen! Oh Gott. Wo sind die denn hier schon jetzt? Da liegt noch einer. Oh, ich hab kaum noch Muni. Wie ist denn das passiert? Da liegt noch einer. Da hier liegen so viele Päckchen rum. Der ist schon down. Sind hier unten noch welche? Bestimmt, oder? Die beiden. Oh Gott. Schnell wieder rein. Jetzt sind die schon wieder im Base Rape fast. Okay, hier hinten hoch. Da liegt einer. Oh nein, die Granate hinter mir noch. Ich muss hier schnell hoch. Was? Einfach reinholzen. Oh mein Gott. Komm schon. Rüber hier. AP-Mine ignoriere ich. Schnell durch. Der wird gerätzt. Perfekt. Ja. Ja, Leute. Jetzt sind die wieder im Base Rape. Ja, Leute, ich würde sagen, ich lasse den Server mal in Ruhe und ich gucke mal, dass ich die nächsten Tage nochmal ein bisschen Grind und Fortress spiele und gucke, dass ich mal auf einen Server komme, wo das Ganze ausbalanciert ist, beziehungsweise im besten Fall, dass ich auf den Server komme, wo mein Team unterlegen ist. Dann klappt das Ganze am besten. Leute, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Das ist wahrscheinlich wieder sehr lang geworden, auch wenn es mir gar nicht so lang vorkam. Safe wieder irgendwie 13, 14 Minuten oder so. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen dicken Daumen nach oben. Ein Like da, vielen Dank dafür. Ballert den Like-Button. Wenn ihr keine weiteren Battlefield-Videos verpassen möchtet, lasst auch gerne ein Abo da. Vielen Dank dafür und tschüss.